بسم الله الرحمن الرحيم. Gibt es Taten, die, wenn wir sie im Diesseits machen, dass wir im Jenseits dafür reichlich belohnt werden? Auch das gibt es, walhamdulillahi rabbil alamin. Die Überlieferung ist bei Imam Ahmad. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich werde jedem ein Haus im Paradies versprechen, am Rande des Paradieses, der die Diskussion unterlässt, wenn er auch im Recht ist. Und ich werde jedem ein Haus im Paradies versprechen, in der Mitte, der was unterlässt? Das Lügen, auch wenn es nur im Spaß ist. Und ich verspreche jedem ein Haus im Paradies. Wo? Am Rande oder am höchsten? Das höchste Paradies für denjenigen, der? Für denjenigen? Zehnmal Ikhlas liest. Was? Surat Ikhlas liest? Nein. Da möge Allah uns Ikhlas geben. Nein. Wenn man sich um eine Weise kümmert? Nein. Was wiegt am schwersten Yawm al Qiyamah? Der gute Charakter. Das ist eine Überlieferung. Eine andere Überlieferung ist, der Prophet ﷺ sagte, ich verspreche denjenigen das Paradies, die mir garantieren, was zwischen ihrem Mund ist, das heißt die Zunge, und ihr was hüten, ihr Geschlechtsteil hüten, dass sie das Paradies bekommen. Der Prophet ﷺ, als ein Mann zu ihm kam, er sagte zu ihm, gib mir einen guten Ratschlag. Er sagte, la tardab, sei nicht zornig. Und Allah wird dir dafür das Paradies geben. Und in einer Überlieferung, derjenige, der, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud und Sahih, derjenige, der in der Dunya sein Groll unterdrückt, obwohl er es hätte ausleben können, er unterdrückt seinen Zorn, er beißt sich auf die Zähne, wird nicht zornig, obwohl er in der Lage wäre, dieses zu tun, so wird Allah Azza wa Jal in Yawm al-Qiyamah, höre gut zu uns. So wird Allah Azza wa Jal in Yawm al-Qiyamah vor der gesamten Schöpfung rufen und dann wird er sich von den Paradiesjungfrauen aussuchen dürfen, die er haben möchte. Na, Wallahu ta'ala ala wa'alam, das sind einige Taten. Tafaddal.